Wie gesagt, wir haben in dem Industrieviertel gebaut, da uns das am wichtigsten erscheint, man davon Strom bekommt und Wasser und solche lebenswichtigen Dinge. Wir haben eine Art Kraftwerk gebaut, wo Strom hergestellt wird, natürlich aus Pflanzen. Und da wäre auch schon das Fähre, unsere Schornsteine. Ja, da kommt Rauch raus, aber kein giftiges Gas, sondern Wasserdampf. Nun komme ich zur Schule. Und zwar ist die Schule mit Solarenergie betrieben. Sie besitzt eine Photovoltaikheizung, wie ihr da wahrscheinlich gerade sehen könnt mit der Solarenergie. Dann noch ein Regenauffangbecken. Also das Bildungssystem ist relativ einfach. Und zwar gibt es hier nicht Lehrer und Schüler, sondern hier ist der Lehrer ein Lehrer, also kein Lehrer, sondern er ist ein Lernpartner. Das heißt, es gibt eine Gleichschaltung von Lehrer und Schüler. Das bedeutet einfach nur, dass Lehrer und Schüler im Prinzip exakt gleich sind. Also der Lehrer hat jetzt nicht mehr zu sagen als der Schüler. Und bei uns in der Schule gibt es keinen Zeitdruck, was das Lernen angeht, sondern man kann sich alle Zeit der Welt nehmen. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel 3 Stunden hintereinander gearbeitet hat und wirklich hart gearbeitet hat, dann kann man sich ruhig mal in den Park legen. Bei uns haben wir auch die verschiedenen Fakultäten gebaut, dass man sich früh entscheiden kann, welche Richtung man mal später mal gehen möchte. Und ja, dann haben wir was zu der Beleuchtung. Also wir haben versucht, die ganze Stadt möglichst mit einer ordentlichen Beleuchtung zu versorgen. Sie bestehen aus Energiesparlampen und vor allem auch aus Solarenergie. Die Stadtbewohner haben halt Geld gespendet für die Förderung des Verkehrs, weil sie dachten, wenn man die Autos wären uns zu Umweltschaden schädlich. Deshalb wollten wir dann, haben die sich gedacht, ja, wir legen das Geld an, um ein anderes Verkehrsmittel zu machen. Und so ist dann die Schwebebahn entstanden. Wir haben die Bahn mittlerweile so fertig oder so berühmt gemacht, dass also im Prinzip schon 4/4 diese Bahn benutzen und eine Bahnstation gebaut haben. Was uns ziemlich überrascht hat, dass alle das wirklich so aufgenommen haben, dass die das wirklich cool fanden. Ja, wie kann man Platz effektiv nutzen, indem man einfach alles ein wenig näher aneinander stellt und den Rest werde ich nachher noch zeigen. Gut, fangen wir an mit einem Blockhaus. Das hier soll andeuten, dass man hier halt bei diesen Häusern direkt daneben das nächste Haus stellen kann, da ja nicht große Fensterfronten sind auf irgendeiner Seite. Halt so Blockhäuser, die effizient genutzt werden können. Hier eine Küche, ein Bad, was weiß ich. Jetzt kommen wir zum nächsten Haus. Also ist so toll an dem Haus. Wir haben, das ist ein Fünfeck, wir haben alternative Materialien genutzt. Wie haben wir das gemacht? Wir haben uns gedacht, wir machen hier so Kartenlesegeräte, mit denen wir Kartenleser drin haben. Und dann hier kommt man halt barrierefrei ins Haus rein und dann kann man halt hier drin wohnen. Hier reingehen, dann haben wir hier einen Schlafsaal, weil das hier sind WG-Wohnungen. Hier ist ein Arbeitszimmer, wo halt viele Leute an PCs arbeiten können. Des Weiteren ist natürlich besonders spannend die Fassadengestaltung mit diesen tollen Mustern.
Direkt was hier uns ins Auge sticht, sag ich mal, ist dieses Auto mit Solarenergie betrieben und einfach wegen Spritsparen und Umweltverschmutzung. Eingeteilt haben wir die Stadt, sag ich einfach mal dazu, in, ich würde sagen, zwei Bereiche, könnte man so sagen. Ja. Wenn wir hier mal so gucken, wie Max gerade guckt, wo wir gerade hingucken, das ist der Einfamilienhausbereich. Ich weiß nicht, wie ich das genau nennen sollen. Da sind keine großen Straßen oder so, sondern wirklich nur Wege, so kleine Fußgängerwege, wenn man seine Kinder zum Beispiel zur Schule schickt, nicht aufpassen muss, dass sie irgendwie von einem Auto erfasst werden oder so ähnliches. Es ist ein kleiner Spielplatz dabei, ein Brunnen und ein nicht allzu symmetrisches Stadtbild und ein kleines Sonnenblumenfeld. Und viele Grünflächen, was wir auch wollten, weil das gerade so was Wichtiges ist, denke ich mal, dass die Atmosphäre in so einem eher gemütlicheren Stadtbereich sein muss. Als erstes wollten wir nicht, dass Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser so allzu nah beieinander sind, einfach wegen der Atmosphäre beider Seiten, dass halt zwischen einem kleinen Haus man sich nicht bedrängt fühlt von größeren Häusern und auch das Gesamtbild, die Skyline, sag ich mal, des Mehrfamilienviertels nicht durch Einfamilienhäuser beeinträchtigt wird. Wir haben darauf geachtet, dass jedes Haus, wie gesagt, einen Fahrstuhl bzw. und oder eine Rampe hat. Und das ist schon wirklich eins der größten Highlights, wenn nicht sogar, es ist einfach einer der größten Highlights. Denn schaut es euch an, was wir hier innerhalb von anderthalb Stunden erbaut haben. Wir haben hier auch, Max, das kannst du auch mal kurz zeigen, eine sehr detaillierte Orgel, die auch funktioniert. Ja, warte. In der Kathedrale. Und wie ich finde, ein sehr schönes auch Bild von innen, was auch, ja, was man auch kennt aus größeren Kathedralen, wie zum Beispiel Erfurt oder diese ganzen gotischen Kirchenbauten. Weil an dem Baustück hat wirklich jeder was mit dran gemacht. Und es ist wirklich im Maßstab 1:1. Wir haben immer versucht, möglichst fair die Gebäude zu bauen, mit Fahrstuhl, mit Rampe, mit allem und auch probiert, Familien die Möglichkeit zu geben, in der Stadt eben dieses Dorffeeling zu haben. Ich weiß nicht, ob man das kennt, im Dorf kennt jeder jeden. Und wir haben probiert, das hier umzusetzen, also hier mit Häusern, viel Grünfläche, einigen Wegen nicht eng und zugebaut. Ja. Auch das mögliche Licht reinfällt. Ganz kurze Frage, zu welchem Stichpunkt dann ist hier halt auch noch so eine Spielbahn, die haben wir zusammen mit den anderen Teams so halt als Teamarbeit versucht so zu bauen, damit die Leute so, wenn sie kein Auto haben oder sowas, ganz ruhig und normal einfach sich den Weg ersparen können und mit der Bahn fahren können. Ja, und halt einfach auch Schwebebahn wegen Platz, damit man halt drunter noch ein Haus bauen könnte, also beziehungsweise Grünflächen behält wegen... Ja, darum. Yeah.